Guten Abend. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nachrichten der Welt. Heute ist der 20. Juli 2024. Das Thema, das heute Kernpunkt dieser Ausgabe ist, ist leider ein Trauerfall. Wir haben es schon lange vermutet. Die Hoffnung war eigentlich nicht mehr vorhanden, aber wie man so schön sagt, sie stirbt halt zuletzt. Heute ist sie gestorben, denn Bodo ist tot. Sie alle kennen die Geschichte Bodos. Sie alle kennen die Geschichte des lieben kleinen schwarzen Dackels, der damals im Jahre 2019, also vor 5 Jahren, mit auf der Mondmission war, die von der deutschen Raumfahrtagentur MITROP-ALL in Zusammenarbeit mit der NASA durchgeführt wurde. Bodo war der Hund unseres Astronauten Manfred Müllers, der zusammen mit seinem amerikanischen Kollegen Steve McQueen an Bord der Kapsel war und später auch auf der Mondoberfläche. Wir alle erinnern uns an die Bilder, die uns so viel Freude bereitet haben, von Bodo, wie er Gassi ging, wie er das Stöckchen zurückbrachte und viele weitere. Nun ist Bodo tot. Aber schauen wir nochmal zurück. Was war 2019 passiert? Die meisten werden sich erinnern. Kurz vor dem Verlassen der Mondoberfläche wollte Manfred Müller, gutherzig wie er ist, noch ein letztes Mal mit Bodo Gassi gehen. Leider riss sich Bodo bei diesem letzten Ausflug auf die Mondoberfläche von der Leine los und rannte davon. Leider kam er nicht zurück. Trotz der intensiven Suche, die in der kurzen Zeitspanne von wenigen Stunden bis zum Abflug zurück zur Erde möglich war, konnte Bodo nicht gefunden werden. Viele vermuteten, dass er unmittelbar danach gestorben ist. Dies können wir nicht mehr feststellen. Satellitenüberflüge über das Gebiet, in dem Bodo vermutet wurde, brachten keine Ergebnisse. Aber heute wurde ein Bild von Bodo aufgezeichnet. Es zeigt den kleinen lieben Hund, zusammengekauert, ein wenig abgemagert und leider tot auf der Mondoberfläche liegend. Zu beachten ist, dass er seinen Raumanzug nicht mehr trug. Er hat ihn wahrscheinlich abgestreift, im Laufe der Jahre kann viel geschehen. Ist verwundert, dass er so lange auf der Mondoberfläche überleben konnte. Denn wir wissen mit Sicherheit, dass dieses Gebiet schon vor einigen Tagen überflogen wurde und da war Bodo noch nicht an dieser Stelle. Er muss also erst in den letzten Tagen dorthin gekommen und leider verschieden sein. Vielleicht bestätigt sich die Vermutung einiger Wissenschaftler, die sagten, dass bestimmte Hunderassen in der Lage sind, allein durch die Strahlung der Sonne zu überleben, indem sie diese Strahlung auf der Hautoberfläche durch bestimmte Rezeptoren in Energie umwandeln. Die Wissenschaft ist in diesem Punkt noch nicht so weit fortgeschritten, wie es zu erhoffen wäre. Daher können wir hier nur spekulieren. Obwohl Manfred Müller momentan im Trauerzustand ist, konnten wir mit ihm sprechen. Unser Reporter hat gerade das Video des Interviews zugestellt. Wir haben es gerade per Mail erhalten und möchten es Ihnen nun zeigen. Es ist einfach traurig. Also, ich meine, es ist traurig. Der Bodo, der. Ich meine, er war schon älter. Er war schon älter. Aber wenn ich daran denke, dass er dorthin zurückging, wo ich das Stöckchen geworfen habe.
Und er musste immer so lange warten auf das Stöckchen, weil es ja wegen der Anziehungskraft so lange in der Luft war. Und wenn das Stöckchen dann endlich wieder runterkam, hat es mir gebracht. Entschuldigung. Ja, es tut einfach in der Seele weh, den treuen Genossen so zu verlieren. Es ist natürlich unfassbar, dass er 10 Jahre überhaupt überlebt hat. Überhaupt überlebt hat. Auf, ja, im Weltall. Wir vermuten, dass er überlebt hat, wegen der, das schon oft und vor lange vermutet wird, dass gewisse Hunderassen in der Lage sind, die Strahlung der Sonne durch die Haut in Energie umzuwandeln. Und er ist abgemagert. Er ist abgemagert, das sieht man auf dem Bild, aber. Es tut mir leid, ich kann nichts mehr sagen. Ich muss abstande Worte von Manfred Müller. Ein trauriger Mann, ein gebrochener Mann im Moment. Aber er wird sicher zu alter Stärke zurückfinden. Des Weiteren konnten wir in einem Telefonat auch mit seinem ehemaligen Co-Astronauten, dem Amerikaner Steve McQueen, sprechen. Hören wir uns an, was er über den Verlust Bodos zu sagen hat. Mr. McQueen, erste Frage, kann ich Deutsch reden? Sollen wir uns auf Deutsch unterhalten? Oh ja, yeah, yes. Du kannst, ich spreche ein bisschen, ich habe viel gelernt von Money. Ja, können Deutsch reden. Sie haben heute wahrscheinlich auch erfahren, dass Bodo gestorben ist. Wie war Ihre Reaktion? Oh ja, ich war very, sehr, very traurig. Ich meine, Bodo war wie ein Mitglied der Crew. Er war einer von uns. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, das ist nachvollziehbar. Er war ja auch immer mit Ihnen zusammen, mit Ihnen beiden in der Kapsel und dann auch auf dem Mond. Haben Sie schon mit Manfred Müller gesprochen? Oh ja. Ich habe telefoniert mit ihm heute Morgen, als ich habe erfahren, what is geschehen, what happened. And ich habe den Hund geliebt, but es war sein Hund. And you know, you kannst vorstellen, es ist nochmal etwas ganz anderes, because sie waren wirklich Freunde, und er hat einen guten Freund verloren. Und ich fühle mein Herz wirklich Grief, Trauer. Und er hat das gesagt zu Manny. Ich bin sehr traurig. Mr. McQueen, es ehrt Sie, dass Sie heute für dieses Interview zur Verfügung standen. Ich hoffe, Sie kommen über die Trauer hinweg, und ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Ja, vielen Dank. Ja, es wird besser. The Deutsche say, Zeit heilt alle Wunden. Ich bedanke mich auch Ihnen noch. Schönen Tag. Zu guter Letzt wollten wir auch die Meinung eines Fachmanns hören, der sich besonders im Bereich Hunde auskennt. Jeder kennt ihn. Er ist eine Koryphäe. Er ist der bekannteste Hundetrainer der Welt. Wir konnten mit ihm heute telefonieren. Ich rede natürlich von Cäsar Mailand. Und Cäsar Mailand hat sich meinen Fragen vor dieser Sendung gestellt. Hören wir, wie er reagiert hat, welche Erklärungen er uns darbieten kann. Herr Mailand, erstens vielen Dank, dass Sie sich so kurzfristig zur Verfügung stellen für dieses Interview. Wir alle wissen, wie gut Sie sich mit Hunden auskennen, wie viele Hunde Sie trainiert haben und dass Sie natürlich auch das Schicksal Bodos verfolgt haben. Wie war Ihre erste Reaktion? Ja, guten Tag, Herr Bigut. Ja, was kann ich sagen? Ich war natürlich sehr betroffen, ich war sehr traurig, denn auch ich hatte Bodo in mein Herz geschlossen und hatte sein Schicksal verfolgt. Ja, ich bin sehr betroffen. Herr Mailand, wir haben uns damals schon die Frage gestellt, wie
Warum konnte sich oder wie konnte sich Bodo von der Leine losreißen? Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, besonders. Mich hat es ehrlich gesagt sowieso gewundert, dass er an der Leine geführt wurde, denn ich meine, seien wir ehrlich, es war auf dem Mond. Gefährden konnte er niemanden. Ich gehe davon aus, dass er wirklich die Leine nur deshalb anhatte, damit er nicht wegläuft. Ja, aber dies ist natürlich jetzt oder damals vor 5 Jahren leider geschehen. Wie konnte das sein? Nun ja, es gibt natürlich verschiedene, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeitsbereiche. Und ich denke, in dem Falle war Manfred Müller, weil er nicht damit rechnete, dass Bodo sich losriss, nicht in dem höchsten Aufmerksamkeitsbereich. Deshalb hat er wahrscheinlich zu spät reagiert. So, meinen Sie dies vorwurfsvoll? Nein, natürlich nicht. Es ist ein ganz normales menschliches Verhalten, weil Bodo, ich habe ihn kennengelernt, er war ein sehr gut erzogener und ich wundere mich, wie gesagt, immer noch, dass er überhaupt eine Leine brauchte, dass er sich überhaupt losgerissen hat. Aber es gibt noch eine weitere These. Interessant. Bitte teilen Sie uns diese mit. Sie wissen, dass Manfred Müller ja den Raumanzug trug. Und durch die dicken Handschuhe hatte er wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, die Leine so festzuhalten, wie es nötig gewesen wäre. Oh, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, ich muss sagen, ich habe auch lange nachgedacht und bin auf diesen Punkt gekommen. Er ist wirklich sehr interessant. Ja, in der Tat. Aber kommen wir... gut, es ist geschehen. Es ist geschehen. Bodo hat sich losgerissen, er ist weggelaufen. Aber warum ist er überhaupt weggelaufen? Interessante Frage. Wir dürfen nicht vergessen, dass Bodo ein Dackel ist. Ja, was bedeutet das? Ja, ein Dackel, im Englischen heißt er übrigens Dachshund. Und wie der Name schon sagt... Ja, bitte sagen Sie es uns. Er ist ein Jagdhund. Er war ein Jagdhund. Er hat Dachse gejagt, auch andere Tiere natürlich. Und vielleicht wollte er jagen. Ja, aber was hätte er auf dem Mond denn jagen sollen? Ja, das ist natürlich schwierig zu beantworten. Vielleicht hat er etwas gesehen, was seine Aufmerksamkeit erweckte. Ah, interessant. Was kann das gewesen sein? Nun ja, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht etwas, was ihn an ein Tier erinnert hat. Ja, aber warum hat es dann Manfred Müller nicht gesehen? Ja, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich glaube auch eher, dass es nicht das Sehen war. Ich glaube eher, dass es ein anderer Sinn war. Interessant. Welchen Sinn meinen Sie? Ja, nun ja, er war ein Hund. Ja, Bodo war ein Hund. Und? Naja, Hunde riechen besonders gut. Ah, Herr Mailand, Sie sind eine Koryphäe. Sie sind wirklich eine Koryphäe. Das heißt, Sie vermuten, Bodo hat etwas gerochen. Ja, das ist meine Erklärung. Was anderes fällt mir leider nicht ein. Also, und da Hunde sehr gut riechen können, hat er wahrscheinlich etwas gerochen, was Herr Müller nicht gerochen hat. Was kann das gewesen sein? Da bin ich wirklich überfragt. Auf der Erde würde ich sagen, ein Tier. Jetzt kommen wir der Sache näher, Herr Mailand. Sie vermuten also, er hat auf dem Mond ein Tier gerochen, ein anderes Lebewesen auf dem Mond. Nein, so weit will ich nicht gehen. Vielleicht waren es auch Menschen, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich meine... Sie vermuten, dass andere Menschen auf dem Mond leben? Nein, das habe ich nicht gesagt. Er hatte ja auch keinen Raumanzug mehr an, als man ihn jetzt gefunden hat. Ich meine, das muss man ja auch mal erklären. Das ist richtig. Haben Sie eine Erklärung für uns? Naja, entweder hat ihn einfach in dem Laufe der Jahre durch ständiges Kratzen, Reiben einfach kaputt gemacht und verloren. Oder er wurde ihm ausgezogen. Jetzt wird es spannend. Liebe Zuschauer, jetzt wird es spannend. Denn Herr Mailand vermutet, dass Bodo ein anderes Tier gerochen hat, welches ihm den Raumanzug ausgezogen hat. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es könnte sein. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder er hat ihn selber abgesteift oder er wurde ihm ausgezogen. Was anderes gibt es nicht. Stimmt. Fahren Sie fort. Nehmen wir an,
Es waren zu dem Zeitpunkt in geheimer Mission natürlich noch andere auf dem Mond. Vielleicht die Russen, die Amerikaner, obwohl das eher auszuschließen ist, weil Mr. McQueen ja Amerikaner war. Also schließen wir die Amerikaner mal aus. Also gehen wir mal davon aus, die Chinesen, die Russen oder die Südafrikaner. Die Südafrikaner? Ich wusste nicht, dass sie einen Mond- oder ein Raumfahrtprogramm haben. Ja, ich habe sowas munkeln hören. Herr Mailand, Sie sind einfach eine Koryphäe. Sie sind eine Koryphäe. Sie wissen Dinge, die weiß ich noch nicht mal als Nachrichtensprecher. Also okay, gehen wir davon aus, Südafrika hat tatsächlich ein Raumfahrtprogramm. Was kann passiert sein? Ja, also es kann sein, dass Bodo jetzt noch nicht mal ein Tier gerochen hat, sondern Südafrikaner, also Menschen, und ist dorthin gelaufen. Und die haben ihn vielleicht aufgenommen und in den Raumanzug ausgezogen. Interessant. Unfassbar. Unfassbar, was wir hier heute erfahren. So traurig es ist, wir kommen der Sache näher. Lassen Sie mich zusammenfassen. Herr Meinhardt, vielen Dank für das Interview. Vielen, vielen Dank. Wie Sie gerade in diesem Interview gehört haben, ist Herr Mailand der festen Überzeugung, dass Bodo sich losgerissen hat, weil er Menschen aus Südafrika auf einer geheimen Mission, Mondmission entdeckt hat und dort deswegen hingelaufen ist. Diese Südafrikaner haben ihm dann den Raumanzug ausgezogen, haben ihn wahrscheinlich verpflegt, solange sie dort waren. Und wer weiß, vielleicht wollten sie ihn wieder mit zur Erde nehmen, aber er ist vielleicht wieder ausgebüxt, der kleine Schlawiner, der kleine Bodo. Wir wissen es nicht genau, aber wir sind einen Schritt weiter gekommen. Wir werden die Südafrikaner oder die südafrikanischen Behörden fragen. Wir werden nachhaken. Wir bleiben am Ball. Wir wollen das Schicksal Bodos aufklären. Hiermit schließe ich auch unsere heutige Sendung. Es war eine traurige Sendung. Es war eine Sendung, die uns alle, denke ich, ergriffen hat. Aber wir sind ein wenig näher zur Aufklärung gekommen. Wir sind ein wenig näher zum Ziel gekommen. Und ich denke, jetzt ist Zeit zum Trauern. Jetzt ist Zeit, einen Moment innezuhalten. Soweit ich es erfahren habe, möchten die Amerikaner und die Deutschen erneut in erneuter Zusammenarbeit die Leiche Bodos bergen. Wir wissen, das haben wir heute schon erfahren, dass einige Prominente zu seiner Beerdigung kommen möchten. Dazu gehört unter anderem Kommissar Rex. Ich bedanke mich, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, auch wenn es heute in diesem speziellen Falle sehr schwer ist.